Oje. Bei uns sieht's aus wie nach einem Überfall. Warum muss es eigentlich immer bei uns so aussehen? Naja, wir haben einfach zu wenig Platz. Ja, gerade wenn man so wenig Platz hat, dann muss man doch ein bisschen mehr aufräumen. Bitte, bitte, wenn du darauf bestehst, dann räum halt auf. Ich soll aufräumen, aber du lässt immer alles liegen. Ich brauche eben meine Ordnung. Eine Ordnung nennst du das? Das ist ein Saustall und keine Ordnung. Das ist eben meine Ordnung. Meine Ordnung ist anders als deine Ordnung. Ich habe eine Ordnung und du hast ein Chaos. Deine Ordnung ist überhaupt nicht logisch. Ich finde bei dir nie irgendwas. Das ist ganz einfach. Bei mir ist alles nach System geordnet. Du hast ein System, das keiner versteht. Keiner versteht mein System? Aber immerhin habe ich ein System und du hast keins. Doch, aber jetzt hör endlich auf. Du gehst mir auf die Nerven. Ich gehe ihm auf die Nerven. Mir geht das Chaos auf die Nerven. Also, du räumst meine Sachen auf und ich räume deine Sachen auf. So ein Blödsinn! Dann findet nie wieder niemand nix. Wieso? Ist doch lustig. Hallo liebe Paare, mit uns oder gar mit euch hat das kleine Video von Evelyn natürlich überhaupt nichts zu tun. Wir laden euch zu unseren Kana-Welcome-Abenden ein. Wir sind Evelyn und Thomas und wir freuen uns auf euch. Schreibt uns eine Mail. Bis bald. Bis bald, ciao. Tschüss.